Leute! Nehmt eure Kekse aus der Dose, denn Flauschi ist wieder da. Hallo! Und heute haben wir auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spannendes vor. Und ein großes Bauprojekt. Deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt an. Denn wir müssen hier einmal ein paar Sachen erledigen. Einmal hier unten um uns um unsere Tiere kümmern. Wie hier auch immer meine Tiere verlässt, weiß ich auch nicht. Die sind die ganze Zeit hier überall verteilt. Und meine Kisten sind total unsortiert. Hier ist irgendwelches Zeug drin, was hier gar nicht reingehört. Och Mann, ey. Aber das werden wir heute auch ändern, denn wir werden heute umziehen. Kann ich euch jetzt schon mal so spoilern. Und deswegen werden wir jetzt erstmal uns um unsere Tiere kümmern, dann da müssen wir auch gleich welche irgendwie mitnehmen. Das kann auch noch etwas schwieriger werden, aber das kriegen wir schon alles hin, Leute. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir jetzt erstmal hier uns die Aufgabe an, dass wir die Tiere hier einmal alle füttern und auch die ganzen Kühe. So, hier die ganzen Kühe einmal füttern, hier die Schafe. Achso, warte, ich kann hier auch drauf. Das habe ich ganz vergessen. So ist das alles, nehme ich ein bisschen einfacher. So, dann erwische ich nämlich auch alle. So, nehmt alle mein Essen, bitte. Ich möchte, dass der ganze Stack leer ist gleich. So, lalala. Ich glaube, die Schafe sind alle versorgt. Doch nicht? Hä? Wie viele haben da denn noch Herzen? Und jetzt noch zweimal die Kühe hier. So, perfekt. Und dann brauchen wir noch einmal die Körner für die ganzen Hühnchen. Das ist nämlich auch wichtig. Der Stack wird auf jeden Fall leer werden. Da brauchen wir manchmal sogar zwei Stacks, wenn wir hier die Hühnchen füttern. Aber ich würde sagen, das haben wir jetzt dann gleich direkt schon erledigt. Und dann müssen wir auf jeden Fall einmal zum Loch gehen, denn wir haben in den Streams auf jeden Fall wieder richtig viel erledigt. Das werde ich euch jetzt einmal alles zeigen. Deswegen auf zum Loch, Leute. Let's go. So, Leute, beim Loch angekommen, seht ihr vielleicht schon, dass die erste Hälfte jetzt komplett leer ist und wir nur noch dieses kleine Stückchen leer machen müssen. Also wir sind auf jeden Fall am Wochenende in den Streams sehr, sehr weit gekommen. Und um dieses Loch wird es sich heute auch handeln, denn wir werden hier heute unser erstes Haus reinbauen. Das erste Haus, was hier ins Loch reinkommt, und das wird unser Haus werden. Denn wir werden ab heute komplett hier ins Loch reinziehen, in die Wasserkrieger-Base. Ich weiß nur noch nicht ganz, ob ich hier oben auf den Berg ziehen soll oder hier unten ins Flache. Aber ich denke, ich werde hier unten ins Flache ziehen. Denn ich glaube, das könnte richtig, richtig cool aussehen. Und wir werden mit den Blöcken bauen, die wir hier irgendwo haben. Moment, lasst mich hier einmal kurz gucken, wo die sind. Hier so jedenfalls Quarz und hier diese Prismarinblöcke und Kupferblöcke und so. Und das wird auf jeden Fall sehr, sehr krass aussehen. Aber das Krasseste ist jetzt erstmal, dass wir hier alles fertig gebaut haben und in diese Richtung alles leer ist. Und hier fehlt auch echt nicht mehr viel, muss ich ehrlich zugeben. Also bis nächste Woche, bis am Wochenende müssten wir das leer haben. Aber ich würde sagen, ich organisiere erstmal noch ein paar mehr Blöcke und dann werden wir uns einmal ein Grundstück feststecken. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich das alles organisiert habe. Let's go. So, Leute, ich habe jetzt erstmal einige Blöcke hier organisiert und auch Seetang bin ich hier gerade am Braten, denn mit dem können wir hier nachher so richtig coole Deko machen, denn ihr kennt es vielleicht aus normalen Minecraft-Dörfern, dass da aber so Strohballen rumstehen und wir wollen eben diese Seetangblöcke hier immer so ein bisschen verteilen und die kann man auch gut im Haus benutzen. Ich finde die eigentlich auch sogar ganz cool. Aber da kümmern wir uns nachher drum rum. Jetzt müssen wir erstmal kurz gucken, wie wir unser Haus hier hinbauen. Also ich würde sagen, wir bauen dieses Erhobene erstmal weg und dann gucken wir mal, wo wir unseren Grundriss setzen. Also damit muss jetzt, also das hier muss jetzt erstmal weg. So, Leute, den Grundriss habe ich jetzt hier schon mal gezogen und ich würde sagen, wir bauen jetzt einfach mal weiter mit den Blöcken und ich gebe euch immer wieder Zwischenstände. Deswegen würde ich sagen, baue ich jetzt erstmal weiter. Hier, die Kiste sollte hier eigentlich nicht stehen. Die sollte eigentlich hier drinnen stehen. Aber irgendwie wirkt mir das ein bisschen klein. Mal gucken, was ich da noch mache. Vielleicht baue ich das Ganze irgendwann nochmal um. Oder ich baue mir noch ein zweites Haus, das quasi ein Haus nur für Lager ist. Und das zweite dann für mich. Vielleicht baue ich das gleiche einfach nochmal hier hin. Ich glaube, das mache ich jetzt sogar direkt. Moment, Leute, ich muss einmal gucken. Hier, wir machen das natürlich hier auf der gleichen Höhe. So. Dann machen wir hier zwei. So, oh, warte, das war falsch. Und ich glaube, wir bauen das gleiche echt einfach nochmal hier daneben. Vielleicht ein bisschen weiter weg, Leute. Moment. Ich werde einmal dafür sorgen, dass das hier gleich gut aussieht. So, ich würde sagen, dann fangen wir hier an. Eins, zwei, drei. Und dann bauen wir jetzt zwei Häuser hier quasi auf einmal, Leute. Ich bin gespannt. Wir machen direkt einmal weiter. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
So Leute, das Fundament ist jetzt bei beiden Häusern schon mal fertig und wie ihr seht, bauen wir hier mit den Prismarinblöcken und ein bisschen Quarz und sowas. Also das wird richtig cool aussehen und hier die Steine, da werden natürlich auch noch mit Sand ersetzt später. Aber das machen wir zum Schluss, also die Deko und sowas kommt alles zum Schluss. Wir kümmern uns erstmal an sich um die Häuser. So Leute, die Wände stehen jetzt und ich bin jetzt dabei, hier auch schon ein Dach zu bauen. Und wir haben jetzt sogar auch coole Türen eingebaut. Das ist hier mit Falltüren gebaut und so, mit diesem blauen Holz aus dem Nether. Also das nimmt hier schon richtig, richtig Form an. Und jetzt kommen hier einmal die Dächer oben drauf. Das wird auf jeden Fall auch nochmal krass aussehen, denn die baue ich aus Quarz. So Leute, das erste Haus ist quasi von außen fertig. Hier muss ich jetzt gleich noch, mache ich jetzt, während ich mit euch rede, die Fensterscheiben einsetzen. Das wird auf jeden Fall nochmal sehr viel rausholen. Das sind weiße Fensterscheiben, weil ich das schöner finde als normale Fensterscheiben. Das passt einfach ein bisschen mehr hier zum Style. Deswegen setzen wir die jetzt einmal hier alle ein. So, hier vorne fehlt das noch. Ich muss einmal noch nach oben quasi. Ich habe hier nämlich eine zweite Etage. Und wundert euch nicht, diese Blöcke werden auf jeden Fall noch türkis. Ich hatte nur nicht mehr fertig oxidierte. Also die werden dann hier nachher hier so aussehen. Die sahen alle mal vorher so aus, wie die hier jetzt aussahen. Ich bin hier aber auch gerade dabei, die alle noch oxidieren zu lassen. Seht ihr, hier werden schon die ersten ein bisschen grüner. Da muss ich einfach ein bisschen abwarten. Auch der eine hier vorne sieht noch echt komisch aus. Aber keine Angst, Leute, der wird auf jeden Fall noch grün. Und so sehen die Häuser jetzt gerade erstmal aus. Ich muss gleich nochmal ins Nether nochmal ein bisschen von diesen Brettern holen. Denn davon habe ich leider keine mehr. Und die brauche ich jetzt, um noch ein bisschen mehr Deko zu machen. Und ich melde mich, sobald wir auf jeden Fall hier beim zweiten Haus... Oh, der Kupferblock ist gerade ein bisschen mehr oxidiert. Sobald wir hier beim zweiten Haus auch das Dach drauf haben. Denn das hier wird quasi mein erstes Haus, wo einfach nur mein Bett und sowas drin steht. Und das hier wird genau gleich aussehen. Das hier wird aber zum Beispiel mein Lager. Oder andersrum, das weiß ich noch nicht. Da muss ich mich dann gleich nochmal mit auseinandersetzen. Dann kommt hier noch, möchte ich vielleicht so einen kleinen Pavillon oder sowas hinbauen. Oder so eine kleine eigene Dorfmitte für mich quasi. Und dann müssen wir mein altes Haus auch noch ausräumen und das dann auch mal abbauen, denn das brauchen wir dann nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, gehe ich jetzt einmal kurz in Nether, farm noch ein bisschen Holz und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das zweite Dach fertig gebaut habe. So Leute, das Dach vom zweiten Haus ist jetzt auch drauf. Ich habe hier jetzt so ein bisschen Deko noch dran gemacht. Also das hier ist jetzt von außen wirklich komplett fertig. Das hier können wir gleich schon mal einrichten. Das hier mache ich jetzt noch von außen fertig. Und zwar müssen wir hier noch komplett diese Rollläden quasi dran machen. Und auch Fenster müssen noch rein. Das heißt, hier haben wir jetzt noch kurz ein bisschen was zu tun. Auch Quarzstufen noch an die Seite und das alles. Ich würde sagen, dann nehme ich euch jetzt ein bisschen mit. Ich versuche so wenig zu schneiden wie möglich hier wenig. Aber die langweiligen Stellen, während ich was crafte, schneide ich natürlich raus, Leute. Keine Angst. Aber deswegen müssen wir jetzt hier uns immer ein bisschen beeilen. Denn ich habe noch einiges vor, Leute. Wir können jetzt hier nicht trödeln. So, hier überall die ganzen, wie kann man das nennen? Vordach so ein bisschen. Dann kommen hier noch drei kleine Stüfchen dran. Hier kommt das nicht dran, aber hier vorne wieder so. Oh Mann, jetzt habe ich eine zu wenig. So, einmal hier nochmal ein paar craften. Ich muss bald schon wieder von diesem blauen Holz holen. Davon brauche ich ganz schön viele, weil ich auch immer diese Zäune hier machen muss, die ich jetzt auch machen muss. Ich glaube, ich habe zu wenig, Leute, muss ich euch ehrlich sagen. Naja, ich muss jetzt mit dem arbeiten, was ich habe. So, einmal hier. Mache ich noch einmal so ein, kann ich noch machen. 4 Stück, das reicht genauso für diese, für diesen Eingang hier. So, das restliche Holz farme ich dann mal anders. Jetzt müssen hier noch die Quarzstufen drumherum, das macht auch nochmal einiges aus. So, einmal hier verteilen. Einmal ums ganze Haus drumherum, so. Perfekt, dann brauchen wir noch Glasscheiben. Glasscheiben schnell holen hier, so. Welche craften? 16 Stück sollten reichen. Och nein, jetzt habe ich kein Essen mehr. Jetzt kann ich nicht mehr sprinten. Mann, hey. Hier läuft gerade alles nur schief, Leute. Wir sind gerade die Blöcke ausgegangen. Jetzt habe ich kein Essen mehr. So, jetzt muss ich hier kurz nach oben. Und jetzt kann ich hier noch die restlichen Glasscheiben einfach platzieren. Und es hat perfekt gereicht, Leute. Das ist ja super. Jetzt fülle ich hier die Lücken noch einmal kurz auf mit irgendwelchen Blöcken einfach. Und dann sind die zwei Häuser vom Grundriss aus auf jeden Fall schon mal fertig. Jetzt habe ich hier diesen ganzen Kupfer, der noch oxidiert. Aber das sieht doch eigentlich schon mal richtig, richtig gut aus, Leute. Was sagt ihr? Schreibt es auf jeden Fall jetzt in die Kommentare, wie ihr die Häuser findet.
Ich würde sagen, ich organisiere mir jetzt einmal kurz was zu essen und dann überlegen wir, was unser nächster Schritt ist. Guck mal von hier oben, Leute. Das sieht auf jeden Fall schon sehr krass aus. Ich werde jetzt diesen ganzen Stein noch durch Sand ersetzen und dann werden wir uns noch was für hier vorne dran überlegen. Und dann werden wir auf jeden Fall heute noch ein paar Tiergehege bauen und mal gucken, was noch so ansteht. Aber ich werde jetzt als erstes mal den ganzen Stein hier ersetzen durch Sand, denn dann sieht das Ganze auf jeden Fall noch mal ein bisschen besser aus und wenn die ganzen Kupferblöcke oxidiert sind, werde ich die auch abbauen, aber jetzt als allererstes mal den Stein. Dann müssen wir uns doch einmal überlegen, wie wir am besten Wege einbauen, also man muss ja irgendwie vom einen Haus zum anderen kommen, auch in der ganzen Stadt dann nachher. Wie wir die Wege am besten gestalten, die kann man natürlich irgendwann mal mit Endstein oder sowas machen, aber wir waren ja noch gar nicht im End. Deswegen müssen wir uns da jetzt eine Übergangslösung überlegen, wie das auch ohne Endstein geht, damit das aber trotzdem schön aussieht. Also zum Beispiel Gras und so oder Erde können wir nicht benutzen, weil das sieht mit Sand auf jeden Fall überhaupt nicht schön aus. Deswegen muss ich mir da jetzt gleich was überlegen, aber jetzt gehe ich erstmal schlafen nochmal, Leute. Und das mache ich auf jeden Fall schon mal in meinem neuen Haus. Leute, jetzt schreibt mal in die Kommentare, wie ich oft ich in den letzten zwei Sätzen auf jeden Fall gesagt habe. Denn das war auf jeden Fall ganz schön oft. So, die Nacht ist durchgeschlafen, Leute, und ich gebe euch wieder von oben Bescheid gleich, wenn das alles hier mit Sand ersetzt ist. So, Leute, ich setze hier hinten jetzt die letzten paar Sandblöcke. Das ist auf jeden Fall krass und somit ist die ganze Steinfläche ausgefüllt und ich zeige das euch jetzt mal von oben. Aber während ich hier nach oben laufe, werde ich die restlichen Kupferblöcke hier noch abbauen. Ihr müsst mir auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, was ihr noch für Vorschläge habt, was auf jeden Fall hier in die Stadt gebaut werden muss und auch Verbesserungsvorschläge, was meine Häuser angeht, denn ich weiß auf jeden Fall, dass sie noch Verbesserungen nötig haben und wie das am besten aussehen könnte mit den Wegen. Ich werde mir gleich ein bisschen was überlegen. Vielleicht kann man da was mit diesen Trampelpfaden ausprobieren. Also ich zeige euch gleich, was ich meine. Also wenn man quasi hier Erde hat, wenn man das so platt tritt, das könnte auf dem Sand ganz okay aussehen, denke ich mal. Und dazwischen drin dann ein paar Sandsteinstufen und sowas. Ich glaube, das könnte ganz cool werden. Und keine Angst, das Orangene hier wird auf jeden Fall noch in dem gleichen Grün wie das hier unten. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich finde die Häuser so eigentlich schon ganz cool. Die sehen zwar sehr klein aus, aber wenn hier noch mehr Häuser stehen und auch kleinere, größere Häuser, dann werden die auf jeden Fall sehr, sehr cool aussehen. Vielleicht bauen wir da drum noch einen Kreis, eine runde Mauer oder sowas mit ein paar Blättern und so. Das könnte auf jeden Fall noch krass aussehen. Was wir gleich noch machen müssen, ist auf jeden Fall Seelaternen verteilen und allgemein dann an die Straße, die wir gleich bauen, auch noch ein paar Laternen. Deswegen nehme ich hier mal ein bisschen Sand mit. So packe ich das ein bisschen ein, den Cobblestone kann weg. Was wollte ich jetzt gucken? Also von oben sieht es auf jeden Fall schon sehr, sehr cool aus. Dann nehme ich mal ein bisschen Erde noch mit und mal den Kupfer hier weg. Und dann gucken wir mal, wie das aussehen würde, wenn wir so ein bisschen Erde, Sandstein und sowas alles verbauen. Denn vielleicht könnten wir auch ein paar Birkenknöpfe benutzen. Ich würde sagen, ich probiere einfach mal ein paar Sachen aus. Ich haue hier jetzt mal so ein bisschen Erde rein, so. Machen jetzt hier einfach mal so einen kleinen Weg. So, das könnte ganz cool aussehen. Hier kommt jetzt überall Erde rein, die dann platt getrampelt wird quasi. So, einmal kurz ausfüllen. Leute, ich versuche echt, euch jetzt gerade hier bei so einem Hausbau echt einfach so mitzunehmen, ohne viel Cuts zu setzen, einfach viel zu reden und viel zu erklären. So, dann hier ein bisschen Sand, nicht Sandstein, Trampelpfad. So, perfekt. Dann machen wir ein bisschen Sandstein, das geht ja ganz einfach und aus dem Sandstein noch ein paar Stufen. Da sind ganz schön wenige rausgekommen, muss ich ehrlich sagen. Die verteilen wir jetzt auch einfach so ein bisschen hier drinne. So, hier noch ein und hier ein, so, perfekt. Und dann glaube ich, sieht das auf jeden Fall, das lockert das so ein bisschen auf, die Struktur. Ich glaube, das sieht echt, echt gut aus, Leute. Was könnten wir noch reinhauen? Ich glaube einfach noch ein bisschen mehr Sandstein, auch so, weil der hat ein bisschen auch eine andere Struktur als Sand. Der ist so ein bisschen glatter. So. Irgendwann kann man natürlich mit Endstein arbeiten und sowas. Das sieht dann natürlich auch nochmal krasser aus. So, der Standstein macht jetzt... Standstein? Der Sandstein macht jetzt nicht so eine krasse Veränderung. Deswegen mache ich einmal noch ein paar mehr Stufen. Ich glaube, die machen krassere Veränderungen. Hier noch eine rein. Einfach so ein bisschen verteilen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Weil so ein bisschen Tiefe hilft immer sehr, sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir oben mal ein bisschen gucken, ob wir Birkenholz haben.
Denn Birke ist ja auch so ein bisschen cremefarben und dann können wir damit auf jeden Fall nochmal so ein paar Steine imitieren. Oder auch mit normalem Stein, mit gebratenem Stein. Den habe ich doch hier gerade sogar weggepackt. Ja, hier, warte. Ich hatte aber noch mehr. Hier, und dann machen wir mal ein paar Steine. 58, das passt. Wir brauchen tatsächlich auch so viele. Von hier oben sieht das auf jeden Fall schon ganz akzeptabel aus, würde ich mal sagen. MLG, perfekt. Und dann platzieren wir jetzt hier noch so ein paar Knöpfe dazwischen, da wo es halt gerade einfach passt. So, und ich glaube, das sind erstmal unsere Wege. Jetzt haben wir noch mehr vor, Leute. Das habe ich vorhin nämlich schon erklärt. Bisschen wie in so normalen Minecraft-Dörfern platzieren wir jetzt so, so Algenblöcke hier einfach so ein bisschen hin. So, und dann können wir hier noch zwei platzieren. Das sieht auf jeden Fall schon mal cool aus. Dann haben wir noch mehr vor, Leute. Ich ziehe das jetzt einfach alles so mit euch durch, denn das ist am krassesten. Dann machen wir jetzt ein paar Laternen, müssen die Häuser auch noch beleuchten. Und zwischen den Folgen werde ich dann einmal unsere Kisten rüberholen, die Häuser von innen auf jeden Fall noch dekorieren. Aber das mache ich alles zwischen dieser und der nächsten Folge, also davon werdet ihr gar nichts mitkriegen. Ich zeige euch dann einfach nur nächste Folge, was ich gemacht habe. Aber jetzt muss ich erstmal normale Steine finden. Och Mann, jetzt habe ich alle aufgebraucht für die Knöpfe und 47 sind noch übrig. Naja, dann benutze ich eben Cobblestone. Ist jetzt nicht so tragisch. So, wir hüpfen einmal hier rüber. MLG habe ich nicht geschafft. Mann ey, Leute, tut einfach so, als hättet ihr das gerade nicht gesehen. Diese ganzen Blöcke kommen natürlich noch weg. Keine Angst. So, Leute, jetzt zeige ich euch, was ich nämlich machen wollte. Wir nehmen jetzt nämlich hier diese Pfeiler und machen da einfach eine Seelaterne oben drauf. So viel dazu. Und dann muss ich einmal meine Behutsamkeitsspitzhacke nehmen. Diese Seelaterne hier oben drauf. Das sieht jetzt noch nicht so gut aus, Leute. Aber wartet ab. Das wird gleich auf jeden Fall besser aussehen. Aber ich habe kein Holz mehr, oder? Bitte habe ich noch Holz. Bitte, 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 bitte. Och nee, noch eine Falltür. Hier werden auf jeden Fall noch so Falltüren drumherum kommen oder sowas. Das wird auf jeden Fall noch krasser werden. Das passiert aber, wie gesagt, alles zwischen den Videos. Kann ich hier draus auch Zäune machen? Nee, ne? Och, Mann, ey. Es gibt Prismarinenmauern aus diesen Blöcken hier. Wir gucken mal, wie das aussehen würde. Leute, manchmal muss man einfach mal ein bisschen was ausprobieren, bevor man hier endgültig was festlegt. Ich glaube nämlich, dass das mit diesen Prismarinenmauern auch cool aussehen könnte. Ja, das sieht besser aus. Wir machen es mit diesen Mauern. Und wir können da ja sogar hier quasi einen Block... Wo ist das hier? So... Und dann zwei so, sodass es ein bisschen mehr aussieht wie geplant. Oh, naja, mir gefällt es bisher jetzt noch nicht so gut, aber wir lassen das jetzt erstmal einmal so. So Leute, ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich hier in dem einen Haus die Decke rausnehme, die ich reingesetzt hatte. Denn hier wird ja sowieso ein Lager entstehen. Hier brauche ich sowieso nur eine Etage. Deswegen hauen wir die hier einmal raus, so. Und hier müssen wir jetzt gleich ganz viele Kisten aufstellen. Ich hoffe, das geht auf, aber ich habe jetzt gerade gar kein Holz da. Ich muss deswegen einmal ganz kurz nach oben und gucken, ob ich noch ein bisschen Holz finde. Hier ist jetzt gerade noch Algen am Braten. Ich gucke mal, ob hier oben noch ein bisschen Holz ist. Sonst gehe ich einfach nach dort vorne oder so. Aha, perfekt. Hier war ein bisschen Bambus und den kann man ja auch... kann man den nicht zu Kisten machen? Aber Sticks kann man... Ach, ich brauche da... Da muss Bambusbretter draus und aus diesen Brettern kann ich jetzt quasi Kisten machen. Aha, sehr, sehr gut. Das wusste ich nicht, Leute. Ich wusste nur, dass man mit Bambus irgendwas machen kann. Hier ist auch noch ein bisschen Holz. Perfekt. Dann gehen wir direkt wieder runter und zu unseren Häusern hin. Denn da müssen wir das Ganze jetzt verteilen. So, einmal hier rein. Und dann die Tür zu machen, weil da war gerade ein Slime. Und jetzt machen wir hier ganz viele Zweierkisten hin. Mach hier die Zeile voll und hier kann dann Crafting Table und sowas gleich hin. Apropos Crafting Table, den hole ich einmal von draußen. Und dann sind wir auch eigentlich schon fast fertig, wie ich aber gerade schon gesagt habe, den Umzug vom alten Haus, also von dem Kirschbaumbiom oben ins neue Haus. Das mache ich dann alleine einfach schnell, denn das ist ja relativ uninteressant, wie ich die ganzen Kisten hin und her trage. So, einmal hier die ganzen Kisten, dann können wir hier zum Beispiel eine Prismarinkiste machen. Hallo! Oha, Blackjack, was geht? Was geht ab? Was führt dich denn hier ins Loch? Achtung, Schleim. Ja, ich wollte mal gucken, was das Loch so macht. Ja, wir haben heute im Stream, also heute ist ja Sonntag für die Zuschauer, die hier gerade zugucken, wo wir das aufnehmen, haben wir die erste Seite komplett fertig bis zum Rand geschafft.
so wie du hier siehst, diese eine Seite ist komplett leer. Hier ist alles leer. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, baue ich die ersten Häuser hier einmal hin. Ey, ich muss echt mal sagen, ihr seid echt verrückt. Das ist viel zu riesig, was ihr da macht. Ja, meine Häuser sehen auch so mickrig aus. Du musst mal von da oben gucken. Die sehen so mini aus, aber ja, die sind schön, finde ich. Ja, doch, die schauen echt cool aus. Das eine wird mein Wohnhaus und das andere wird mein Lagerhaus. Au, cool. Hast du so viele Sachen, die du einlagern musst, dass du ein ganzes Haus machst? Nein, aber muss mal, guck mal rein, die sind halt schon sehr mini, muss ich sagen. Also, wir passen, also hier könnte ich nicht ein Lager und ein Wohnhaus drin machen. Das stimmt. Aber Flauschi, meinst du nicht, du musst es ein bisschen größer bauen? Ja, aber ich weiß nicht, ich finde die süß so klein. Vielleicht, hier kommen ja noch andere Häuser hin. Das sind ja nicht die einzigen, die hier stehen. Hoffe ich. Ja, aber da müsst ihr ja richtig, richtig, richtig viele Häuser bauen. Das stimmt, ja. Ach, Mann, das ist ja noch nicht mal ganz die Hälfte, oder? Ja, vielleicht baue ich die auch nochmal neu. Doch, das ist auf jeden Fall über die Hälfte. Also dieser Pavillon der Mitte ist wirklich die Mitte vom Kreis. Ah, okay. Also aber so das ist viel, cool. Die Häuser sehen. Gefallen mir echt. Ja, wir werden halt alles so in dem Stil bauen und auch mit den Blöcken. Also wir werden alle die gleichen Blöcke benutzen. Und deswegen wird es halt richtig krass, wie so eine Unterwasserstadt aussehen. Das ist krass, vor allem man macht eigentlich so wenig mit Kupfer, deswegen ist es schon cool, dass ihr das macht. Also das gefällt mir übel gut. Ja, die Kupferblöcke sind echt schön, die machen sich echt gut da drin. Und wir haben ja auch eine Guardian Farm, das heißt wir haben von den Prismarinblöcken unendlich viele. Ja, das läuft ja bei uns. Wie ist denn das, darf in die Stadt, es sind doch nur für Wasserkrieger dann, oder? Ja, genau. Oh, ich glaube, ihr braucht noch ein paar Leute bei euch, oder? Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt, was hier noch so hinkommt. Aber wir werden auch so ein Rathaus und sowas bauen. Also es wird schon cool werden. Aber du musst mal eine Abstimmung machen, dass das Loch einen coolen Namen bekommt, weil das Loch hört sich jetzt nicht so toll an. Das stimmt. Wie wär's mit Atlantis? Boah, das wird auf jeden Fall übelst gut passen. Das wird passen, weil es unter Wasser ist und es ist eine Stadt. Aber wenn die Zuschauer noch andere Vorschläge haben, dann müsst ihr das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Und, oh, jetzt wird es gerade Nacht. Das kann ich mal sehen, wie meine Laternen funktionieren. Hier kommen auf jeden Fall noch von diesen Dingern drumherum. Aber ich bin gerade zu faul, Holz zu farmen. Deswegen, aber ich glaube, das wird ganz cool aussehen, wenn die hier so leuchten. Wie findest du die Wege, Blackjack? Weil da war ich ein bisschen aufgeschmissen, weil ich wusste nicht ganz, wie ich die machen soll. Willst du die so lassen, oder? Also so Muster? Ja, so würde ich die lassen. Hä, ist da ein halber Block? Ja, da sind Treppen da drin. Ein bisschen zum Struktur auflockern. Ja, doch, hat was. Ich habe gedacht, das irgendwann halt ein bisschen Farbe, ne? Ja, irgendwann würde ich die gerne durch, dass ich die Sachen aus Enderbricks und sowas, aus Endstein mache. Weil das passt zum Sand richtig gut, aber wir sind halt noch nicht im End. Deswegen ist das gerade ein bisschen schwierig. Ja, aber ich finde es gut. Es ist ein bisschen Muster, es ist nicht so langweilig. Das ist ganz cool. Ja, und ich habe überlegt, so können wir das ganz durchziehen. Ich ziehe da vielleicht noch einen Weg nach vorne zu der Brücke vom Pavillon. Und man kann rumspielen dran. Das stimmt. Ich müsste mal unter jeden Knopf einen Noteblock setzen, dass immer ein Ton kommt, wenn man drauf drückt. Das wäre auch cool. Aber Noteblock kostet der Redstone oder Dias? Ich glaube Redstone, ne? Redstone, glaube ich, ja. Ja, okay. Alles klar, Blackjack. Dann wünsche ich dir viel Glück auf deiner Weiterreise. Ja, und ich euch noch viel Spaß beim Rest. Ach, Mann, danke. Tschüss. Bis dann, tschüss. Okay, sehr cool, dass Blackjack auf jeden Fall noch vorbeigeguckt hat. Aber Leute, ich würde sagen, wir hauen jetzt hier nur noch ein bisschen Licht in die Häuser. Und dann war es das auch schon für heute gewesen, denn wir können heute jetzt nicht mehr so viel machen. Ich muss erst noch ein paar Sachen organisieren. Mein Haus umräumen, ins andere Haus quasi, also die Kisten umräumen und sowas alles. Deswegen würde ich sagen, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen und auch ein Abo. Checkt mich auf jeden Fall auch auf Instagram und auf TikTok aus, da heiße ich flauschi_yt. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns beim nächsten Video wieder, Leute. Tschüss, ciao.